Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute ein bisschen über diese Immunmodulatoren sprechen. Das ist eine Neuheit, eine Sensation und verspricht ganz, ganz viel Erfolg. Inwiefern das wirklich so viel Erfolg verspricht oder hier vielleicht auch nur auf einer Reparaturmedizin basiert wird, das möchte ich heute ein bisschen diskutieren mit Dr. Med. Volker Schmiedl, der heute bei mir zu Gast ist, und nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder. Dr. Med. Volker Schmiedl, herzlich willkommen im Studio. Lieber Alexander, schön wieder hier zu sein. Sehr gerne, danke. Ich habe das gehört, Immunmodulatoren, das ist so das neueste Kind in der Onkologie und verspricht ganz, ganz viel Chancen. Kannst du mal ein bisschen erklären, was eigentlich die Hintergründe dahin sind, wie wichtig das diese Therapieform ist für den Patienten? Also es ist nicht ganz neu, es gibt schon seit einigen Jahrzehnten diese Immunmodulatoren. Ein anderer Name dafür ist Biologika. Biologika? Biologika. Und ich muss sagen, ich finde beide Namen einfach nur grässlich. Also ich muss den Marketingabteilung dieser Firmen einen großen Glückwunsch aussprechen. Das sind einfach tolle Begriffe. Die klingen ja nach Naturheilkunde, ja, nach Regulationsmedizin. Das ist doch so toll, ja. Wir hatten früher fast nur das Cortison gehabt. So in den 50er Jahren kam das Cortison aus. Und da wurde es völlig zu Recht als Immunsuppressivum bezeichnet. Das Immunsystem wird supprimiert, wird unterdrückt, was auch die Wirkung ist. Und das soll es ja auch haben. Aber der Name Immunsuppressivum, Immunsystem unterdrücken, ist marketingtechnisch kein guter Name. Immun modulieren, etwas modulieren. Ah. Das klingt doch nach sanfter Medizin. Ja. Und was zu niedrig ist, wird erhöht. Und was zu hoch ist, geht runter. Das ist doch toll, ja. Das kann doch jeder unterschreiben. Und Biologik ist natürlich noch besser, ja. Viel eher hätte man Cortison eigentlich auch ein Biologikum nennen können, weil Cortison kommt ja in unserem Körper auch selber vor. Ist ja biologisch. Eigentlich natürlich. Warum nennt man Cortison nicht ein Biologikum? Nein, was sind diese Biologika oder Immunmodulatoren? Das sind Botenstoffe unseres Körpers, die in ähnlicher Form tatsächlich in unserem Körper vorkommen und sehr starke, in der Regel Immunsystem eben unterdrückende Wirkung haben. Man setzt ja ein, auch bei dem zu viel. Man setzt sie bei Autoimmunerkrankungen ein, man setzt sie bei Krebserkrankungen ein. Das sind die Hauptindikationen. Mhm. Aber sie modulieren nicht, weil es geht nur in eine Richtung. Immunsystem wird unterdrückt. Insofern finde ich das schon mal vom Namen her, finde ich das schon mal Mogelpackungen. Ja. Also einerseits verstehe ich ja, dass man vielleicht eine Tumorentwicklung unterdrücken will. Auf der anderen Seite unterdrückt man ja auch potenzielle mögliche Selbstheilungen, die man ja aber eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat. Und man sagt einfach, Selbstheilung, die Heilung gibt es nicht mehr, wir können nur noch die Krankheit unterdrücken. Das ist ja eigentlich pervers. Also erstmal ist da eigentlich nichts dagegen auszusetzen, nichts daran auszusetzen. Weil wenn ich jetzt wirklich eine rheumatische Erkrankung habe, die so unglaublich schmerzhaft ist und der Patient hat schon beginnende Fehlstellung der Gelenke und mit allen anderen Maßnahmen, und ich habe ja sehr viele Maßnahmen zur Verfügung, aber wirklich alles bringt gar nichts. Und das wäre das Letzte, der letzte Strohhalm, die Ultima Ratio, die ihm noch helfen könnte, bin ich der Letzte, der sich dagegen wehren würde. Ja, also er wird natürlich dann auch weniger Schmerzen haben, es wird ihm viel besser gehen, dann ist es ein Segen auf dieser Ebene. Ja? Aber ich würde damit nicht anfangen wollen. Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. KI-Sana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen. Das ist doch das letzte Mittel und nicht das erste Mittel. Ja? Und leider wird es eben heute oftmals genau umgekehrt gemacht. Das setzt man relativ früh ein, ja. Weil also man schreibt den Patienten ab, wenn man das ja eigentlich macht, oder? Sofort, als Erstmaßnahme. Ja, so würde der Verordnete des Arztes aber nicht sehen. Ja, er würde sagen, ich gebe ihm jetzt das beste und teuerste Mittel, was ich habe, weil ich will den optimalen Nutzen für ihn haben. Also er schreibt ihn nicht ab, sondern er hat ein sehr gutes Gewissen dabei und sagt, das wirkt viel besser als Ibuprofen, das wirkt auch viel besser als ASS, viel besser als Methotrexat. Das ist wirklich das Beste, was die Medizin zu bieten hat.
die Nebenwirkungen sieht er ja nicht oder er spürt sie ja nicht, die natürlich zweifellos da sind. Ich glaube auch, dass der Arzt, der das sagt, auch mit bestem und reinstem Gewissen das auch wirklich tut. Ja, aber die meisten ich bin schon. Überzeugt davon, dass er eine Informationsquelle hat, die einfach so dogmatisch sagt, das ist das Beste und A bis da, und er weiß es ja nicht anders, oder? Er muss ja vertrauen diesen Quellen. Ja, wo kriegt er das her? Zu ihm kommen Pharmareferenten zu Besuch, die ihn über die neuesten Studien aufklären. Das dauert dann eine Minute oder so. Ein bisschen mehr Zeit hat er, wenn er auf Kongresse geht. Aber wer bezahlt denn die Kongresse? Die Veranstalter der Kongresse haben die geringsten Einnahmen von den Gebühren der Teilnehmer. Die größten Einnahmen haben sie von den Pharma, in der Regel Pharmafirmen, die die Stände auf diesen Kongressen haben. Und naja, wenn ich da so eine bedeutende Pharmafirma bin und habe dort einen Stand für mehrere Tausend gemietet, dann will ich natürlich auch, dass mein Professor, den ich für einen Vortrag bezahle, dort auch einen Vortrag hält. Und der wird dann keinen Vortrag über die Behandlung von Rheuma oder Asthma mit Bewegung, Ernährung oder Nährstoffen halten, sondern über Medikamente, die dann auch richtig viel Geld bringen. Und worüber reden wir? Wir reden von 10.000 im Jahr aufwärts. Gibt auch Immunmodulatoren, die 30.000 und 40.000 pro Patientenjahr kosten. Das heißt, wenn ein Arzt nur einen einzigen Patienten im Jahr auf dieses Mittel neu einstellt, dann ist das wie ein Goldesel. Zumal diese Immunmodulatoren und Biologika neben den Kosten, die sie verursachen, neben den, wie ich meine, vom Namen her eher falschen Versprechungen, ich verheiße etwas Naturkundliches, was es aber überhaupt nicht ist, haben sie noch einen großen Nachteil. Wie werde ich die denn wieder los? Ich hatte neulich mal einen Patienten, der kam mit Colitis zu mir und hatte diese Immunsuppressiva, Immunmodulatoren. Biologika, ja. Er hat kein gutes Gefühl dabei gehabt, er wollte sie nicht haben. Ich habe ihn wirklich biologisch behandelt, mit Nährstoffen, Ernährung, Stressbewältigung und so weiter. Und er ist wirklich komplett beschwerdefrei geworden. Und da hat er gesagt, ja, es geht mir jetzt so gut seit Monaten. Stuhl ist völlig normal, ich habe überhaupt keine Darmbeschwerden. Wie werde ich das denn wieder los? Sag ich, okay, da habe ich jetzt keine Erfahrung damit. Soll die Ärztin fragen. Er kam dann wieder, hat gesagt, ich habe sie gefragt und da hat sie gesagt, ja, sie wollen das Mittel jetzt loswerden. Ja, das ist eigentlich nicht vorgesehen. Also es ist geplant, wenn das Mittel einmal begonnen wurde, dass das lebenslang genommen werden muss. Fast bin ich versucht zu sagen, lebenslänglich. Ja, ein Absetzen ist gar nicht vorgesehen. Und er hat dann gefragt, ja, wie soll ich es denn machen? Kann ich das von heute auf morgen absetzen oder kann ich die Abstände zwischen den Spritzen ausdehnen? Sie wusste es schlichtweg nicht. Der Patient hat es dann so gemacht, hat gesagt, okay, ich soll es alle 2 Wochen nehmen. Ich nehme es jetzt alle 3 Wochen. Wenn das gut geht, alle 4 Wochen. Wenn das gut geht, alle 6 Wochen. Und dann höre ich auf, wenn es nicht schlimmer wird. 2 Spritzen behalte ich mir noch in der Schublade. Wenn es wirklich schlimmer wird, dann nehme ich es halt wieder. Er war ja gar nicht grundsätzlich dagegen. Was sagt die Ärztin dann? Ja, wenn Sie das so machen wollen, können Sie das gern so machen. Sie werden schon sehen, in 3 Monaten müssen Sie das wieder nehmen. Ja, Sie machen das nur auf Ihre eigene Verantwortung. Ja, gegen ärztlichen Rat. Also sie war richtig, darf ich das sagen, angepisst. Ja, richtig. Aber mein Gott, ich bin doch als Arzt nicht böse, wenn ein Patient nicht mit meinen Methoden auch in Ordnung kommt und etwas anderes findet, dann muss ich mich doch nicht angegriffen fühlen. Da wird ja meine Medizin nicht schlechter dadurch. Nee, das ist leider so, dass dann die Eitelkeit gekränkt wird. Das ist kein guter Weg. Traurig, es kommt mir aber gerade in den Sinn, wenn wir jetzt nicht nur bei den Immunmodulatoren, also generell mit der Verabreichung von Medikamenten, schaut der Arzt oder lernt der Arzt, dass wenn man einem Patienten eigentlich Medikamente verschreibt, dass man irgendwann mit ihm auch den Weg zurückgeht. Wie kriege ich denn mit dem Patienten wieder weg von den Medikamenten? Mal so gesagt, der Arzt hat gar keine Zeit dafür. Mhm. Und schade, also ja. Er hat seinen Patienten ja schon Medikamente gegeben, dann kommt er noch ins Krankenhaus, dann kriegt er noch ein paar Medikamente dazu.
Also ein Beispiel sind zum Beispiel die PPIs. Also praktisch jeder, der ins Krankenhaus kommt, kriegt PPIs. Was sind die PPIs? Die Protonenpumpeninhibitoren oder auf Deutsch die sogenannten Säureblocker. Für den Magen, ja. Pantoprazol, Omeprazol. Weil man sagt, ja, wenn ich im Krankenhaus bin, ist der Patient gestresst, der könnte ein Magengeschwür kriegen. Also ich gebe ihm die PPIs, ist er da abgeblockt. Ja. Das Problem ist aber, er kommt nach Hause und mit den PPIs und der Hausarzt denkt dann nicht daran, das abzusetzen. Das heißt, ohne jegliche Indikation, der hat niemals irgendwelche Magenbeschwerden gehabt, hätte sie vielleicht in der Klinik auch nicht gehabt. Ja, man könnte vielleicht in der Klinik etwas gegen Stress tun, ja. Personal schulen, damit sie besser mit Patienten umgehen kann, mehr Zeit für den Patienten haben, beruhigend einwirken. Es gibt ja auch viele pflanzliche Beruhigungsmittel. Nein, man gibt ein PPI, dann ist er ruhig gestellt, dann kriegt er kein Magengeschwür mehr. Und der Arzt kriegt den Entlassbericht und guckt und alles, was da draufsteht, macht er in der Regel weiter. Das sind ja die großen Koryphäen in die Kliniken. Ich bin ja nur der kleine Hausarzt. Das mache ich in der Regel alles weiter. Gut, es ist mittlerweile ein Umdenken in der Medizin im Gange, teilweise, wo gesagt wird, also ab 5 Medikamente können wir die Wechselwirkung untereinander nicht mehr überblicken und wir haben praktisch für kein Medikament über 80-Jährige irgendwelche Studien. Also wir sollten, gibt es mittlerweile die Strömung in der konventionellen Medizin, was aber in der Basis häufig nicht ankommt, wir sollten wirklich, gerade im Alter, nur die aller notwendigsten Medikamente nehmen. Aber im Moment ist ja eigentlich die Kurve aufwärts. Je älter man wird, desto mehr verschiedene hat man. Und ab 5 ist es Kaffeesatzlesen, was eigentlich für eine neue Wirkung entstehen könnte, die den Menschen letztendlich vielleicht auch zum Tod führt. Weil diese Statistik gibt es ja auch, gestorbener Medikamenten, oder? Ja, wir wissen, in Deutschland sterben jedes Jahr etwa 26.000 Menschen an Arzneimittelnebenwirkungen von Medikamenten, die korrekt verordnet worden sind. In Amerika ist bei jungen Erwachsenen mittlerweile die Medikamentennebenwirkung die dritthäufigste Todesursache. Dritthäufigste Todesursache. Stell dir das mal vor. Ja, es ist keine Schlagzeile wert, keine Medien schreiben darüber und trotzdem sollten wir alle eine gewisse Sensibilität haben. Medikamente ist wirklich ein Eingriff mit nicht biologischen Systemen in ein biologisches System. Da fällt mir gerade ein, ist ja noch gar nicht so lange her, vor wenigen Jahren gab es ja jeden Morgen die Nachrichten, dass so viele Menschen wieder an einer bestimmten Erkrankung erkrankt sind oder gestorben sind. Wir wollen sie jetzt hier nicht nennen. Stell mir gerade mal vor, abends in der Tagesschau gibt's jeden Tag die Meldungen, heute sind wieder 50 Rheumapatienten an Magenbluten gestorben. Ja. Heute sind wieder so und so viele Patienten an diesen und jenen Nebenwirkungen gestorben. Wenn wir damit jeden Tag traktiert würden, ich glaube, dann würden nicht so viele Medikamente eingenommen werden. Oder die Patienten würden ihre Ärzte fragen, muss ich das wirklich nehmen? Gibt es da nicht eine Alternative? Mhm. Wann kann ich es wieder absetzen? Nein, diese Nachrichten werden uns vorenthalten. Eigentlich schade. Ja, und das ist gerade die Wahrheit gewesen. Jetzt vielleicht noch nicht die Zahlen, vielleicht sind die noch dramatischer, aber das ist tatsächlich so, aber man könnte es nachsuchen, oder? Man findet diese Statistiken, Tabellen. Ja, man kann es nur, also gerade die Magenmittel, da gibt es nur Schätzungen. Aber es gibt seriöse Schätzungen, auch aus Seiten der Schulmedizin, die sagen, in Deutschland sterben vermutlich 1.000 bis 4.000 Rheumatiker oder Schmerzpatienten jedes Jahr an diesen Rheumamitteln. Auf die Schweiz hochgerechnet werden das eben dann runtergerechnet 1 bis 400 Menschen jedes Jahr. Also fast jeden Tag stirbt einer in der Schweiz und 10 in Deutschland an Rheumamitteln, die legal und korrekt verordnet worden sind, weil sie einfach diese Nebenwirkungen haben. Ich habe heute Morgen einen YouTube-Kommentar noch freigegeben. Ich muss immer die YouTube-Kommentare als Fernsehsender prüfen, aus rechtlichen Gründen, sei es irgendwie antisemitistisch oder diskriminierend und. Und da hat eine geschrieben, mein Mann hat jetzt gerade Immunmodulationen genommen und ist nach 48 Stunden gestorben. Ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn man ja wirklich in einer akuten gesundheitlichen Situation ist und jetzt wird das eigene Abwehrsystem oder das Immunsystem noch unterdrückt, ja, was bleibt denn da noch da? Also es ist ja irgendwo schon
eine große Gratwanderung auch für den Arzt, zu sagen, ich mache das noch oder ich mache es nicht, oder? Ja, Gott sei Dank kommt das nicht häufig vor und ich kann es jetzt auch nicht beurteilen, warum hat er die Immunmodulation überhaupt bekommen? Wissen wir beide. Lag es wirklich daran oder ist es da ein Zufall? Das kann ja nun auch sein. Mhm. Solche Nebenwirkungen sind schon nicht sehr häufig, muss ich sagen. Ja. Andere Nebenwirkungen bei den Immunmodulatoren, also eine der stärksten Nebenwirkungen, sind Depressionen. Ja. Und natürlich langfristig, also eigentlich nicht kurzfristig die Immunsuppression, sondern eher langfristig. Das Krebsrisiko muss natürlich erhöht sein. Das sehe ich aber erst nach Jahren oder nach Jahrzehnten. Ja. Die Mittel gibt es aber noch gar nicht so lange. Also wie viele Krebsfälle es dann bei diesen Menschen, die das 30 Jahre lang eingenommen haben, wie viele davon dann im hohen Alter Krebs kriegen, das weiß heute kein Mensch. Die nehmen alle an einem Langzeitexperiment teil. Es gibt mittlerweile, auch aufgrund der Kondagan-Erfahrung, natürlich viele Studien zu den kurzfristigen Wirkungen und Nebenwirkungen. Die gibt es, da muss wirklich mittlerweile sehr genau nachgeschaut werden. Außer wenn man eine neue Impfung entwickelt, da muss man natürlich nicht nachschauen. Ja, aber bei den üblichen Medikamenten muss nachgeschaut werden, betrifft aber immer nur die kurzfristigen Wirkungen. Wirkungen, die erst nach 5 Jahren oder später auftreten, da guckt kein Mensch hin. Solche Langzeitstudien gibt es praktisch nicht. Bleiben wir immer noch bei den Immunmodulatoren. Ja, danke. Was sind Alternativen aus deiner Sicht? Also man müsste ja hier wirklich rigoros eigentlich einen naturerkundlichen Weg suchen auf der Ursachenebene, oder? Ja, und die gibt es sogar. Also ich kann dir 2 wirklich richtige Immunmodulatoren nennen. Das heißt Mittel, die das Immunsystem in die richtige Richtung bringen. Also ist es zu schwach, kann ich es erhöhen? Oder ist es zu hoch, kann ich es erniedrigen? Nein, nicht 2, 3. 3 fallen mir gleich ein. Und es sind wieder unsere alten Bekannten. Das Vitamin D. Wir wissen, und es gibt wissenschaftliche Übersichtsarbeiten dazu, die ganz klar sagen, Vitamin D setzt an praktisch allen Zellen des Immunsystems an. Also es moduliert, hä? Und es moduliert wirklich. Das heißt, ist das Immunsystem zu schwach, stärke ich es und ich habe weniger Infekte. Ist aber das Immunsystem überschießend, Thema Autoimmunerkrankung, Neurodermitis, Asthma, Hashimoto, Multiple Sklerose, wird es runterreguliert. Aber immer nur bis zur Norm, bis zum Optimum. Also es geht in beide Richtungen. Und das haben wir in der normalen Medizin einfach überhaupt nicht. Ja? Wir haben eigentlich immer in eine Richtung. Wir haben Antihypertensiva, blutdrucksenkende Mittel. Aber die kann ich keinem geben, der einen zu niedrigen Blutdruck hat. Ja, da geht der Blutdruck nicht hoch, der geht noch weiter runter. Ja. Antibiotika gegen Krankheitskeime berichtet. Ja. Und so weiter. Antirheumatika. Aber es geht immer nur in eine Richtung. Zweite wichtige natürliche Immunmodulation ist neben dem Vitamin D das Omega-3. Genau dasselbe. Schwaches Immunsystem wird angeregt, überschießendes Immunsystem runterreguliert. Und das dritte ist das Selen. Ein uraltes Spurenelement. Wir haben auch schon einen Beitrag gemacht zum Selen. Ja, einer der wichtigsten und für mich einer der unterschätztesten Nährstoffe überhaupt. Und auch hier wieder Selen. Hebt ein schwaches Immunsystem an. Ich bekomme weniger Infekte, weniger schwere Infekte. Aber Autoimmunität wird auf ein Normalmaß runterreguliert. Da habe ich schon 3 verschiedene, wirkliche, echte Immunmodulatoren. Und es gibt zu allen Studien. Was es nicht gibt, es gibt keine Studie, wo diese 3-mal zusammen untersucht worden sind. Das wäre ja mal wirklich richtig spannend. Das gibt es leider nicht. Ich messe es und gebe es bei allen Patienten, die ein zu schwaches oder ein zu starkes Immunsystem haben. Es gibt eine Studie, aber Selen ist nicht dabei, dafür ist Bewegung dabei. Ja. Und zwar die Dr. Ferrari da, Uni Zürich. Ferrari Bischof, ja. Bischof, genau, Bischof Ferrari. Ist ja unfassbar, oder? Ja. Und diese beeindruckenden Ergebnisse haben wir dem Gesundheitsministerium geschickt. Und das eigentlich angestoßen. Wir wollten, dass das eigentlich in dieser schlimmen Phase, wo das ganze Volk ja möglicherweise jemand kennt, es sterben würde,
als Maßnahme unterbreitet. Du, wir hatten kein Gehör, 0,0. Es gibt nur einen Weg und das geht nur über eine Injektion. War dazumals die... Schade, schade. Sehr schade, weil das Ergebnisse, die machen Hoffnung, was sie da alles gezeigt hat. Ja, wir haben es jetzt angesprochen. Soll ich es kurz darstellen? Ja, mach doch gerne. Also, die hat eine achtarmige Studie gemacht. Das ist unglaublich aufwendig, gibt es in der Medizin sonst so gut wie gar nicht. Das heißt, sie hat ja drei Faktoren gehabt. Vitamin D, Omega-3 und Bewegung. Und dann hat sie alle möglichen Kombinationen genommen. Also jemand hat nichts von den drei bekommen, jemand hat alle drei Sachen zusammenbekommen, drei Gruppen, die einen Faktor hatten und noch drei Gruppen, die zwei der Faktoren hatten. Also alle möglichen Kombinationen wurden in acht verschiedenen Gruppen aufgeführt. Und es waren über 70-jährige, gesunde Senioren. Und sie hat einfach geschaut, wie hoch ist die Krebsrate. Nach nur 3 Jahren. Ich glaube, die Studie lief nur 3 Jahre. Und sie hat gesagt, so diejenigen, die alles bekommen haben, also Vitamin D, Omega-3 und sie sollten sich noch körperlich bewegen, deren Krebsrate hat sie gleich 1 gesetzt. Und diejenigen, die einen Faktor hatten, also entweder Bewegung oder Vitamin D oder Omega-3, die hatten eine Minderung des Krebsrisikos um etwa ein Drittel gehabt. Mhm. Nur ein Faktor und 30% weniger Krebs. Allein das ist schon sensationell. Mhm. Dann gab es ja noch drei Gruppen, die hatten zwei Faktoren. Also entweder Vitamin D und Bewegung oder Omega-3 und Bewegung und so weiter. Die hatten halb so viel Krebs. Und die Gruppe, die alle drei Faktoren hatten, die hatten nur Vitamin D genommen und Omega-3. Übrigens in Dosierungen, die unter denen sind, die ich... Also es war noch, für mich war das viel zu wenig gewesen. Ja, für mich auch. Ja. Ich habe sie dann gefragt. Sie hat dann gesagt, ja, die ist vor ein paar Jahren geplant worden. Sie würde heute auch höhere Dosen nehmen. Aber nur mit diesen, für mich, Unterdosierungen plus Bewegungstherapie. Und die sollten mindestens 3x1/2 Stunde in der Woche machen. Ich meine, das ist nun wirklich auch 3x1/2 Stunde ist nicht viel, ja. Und hatte jemand alle drei Faktoren zusammen, dann war das Krebsrisiko um 2/3 reduziert worden. Jetzt stellen wir uns mal vor, 2/3 der gesamten Bevölkerung, also wir hätten von allen Krebskranken, Krebstoten, würden wir von heute auf morgen oder innerhalb von 3 Jahren 2/3 weniger haben. Was das für eine Entlastung für das Gesundheitssystem wäre und für eine Entlastung für die Familien der Betroffenen und für den Einzelnen selber. Es ist so einfach. Das Problem ist, es ist wieder viel zu einfach. Und wer verdient daran? Nicht die großen Pharmafirmen. Niemand. Mit ihren Bestrahlungskanonen und mit ihren Chemotherapeutika. Und die sind auch mal indiziert. Ich will die jetzt gar nicht schlecht reden. Aber wenn ich 2/3 davon einfach nicht bräuchte, weil die Leute einfach nicht daran erkranken, was wäre das schön, aber nicht für die Industrie, die das produziert. Ja, viele Menschen auf der Suche nach Hoffnung und nichts hören von Vitamin D3, Omega-3 und Selen, das macht mich eben immer ein bisschen traurig und sauer. Und da kann ich immer nur wieder hoffen an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie solche Informationen an Menschen verbreiten, die jetzt gerade in einem solchen Leid drinstecken, innerhalb von der Onkologie mit Krebs oder mit Autoimmunerkrankungen, dass Sie genau von solchen natürlichen Immunmodulatoren auch wirklich was hören und sich da etwas Gutes antun. In der Onkologie oder bei Behandlungen von Autoimmunerkrankungen, diese rein Schulmediziner werden nie diese drei Barometer, diese natürlichen Stoffe empfehlen, oder? Nee, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Also, ich habe vor 25 Jahren in der Kardiologie gearbeitet. Wir haben dort auch Statine gegeben und wir haben Stent-Operationen gemacht. Aber wir haben damals auch, das war eine Rehabilitationsklinik, eine Kardiologie gemacht, die ich heute als ganzheitlich behandeln würde. Das heißt, wir haben dort auch psychologische Gespräche geführt, Fragen zu Lebensführung, Lebensstil, Ernährungsberatung. Wir hatten eine super gute Lehrküche auch gehabt, wo die Leute trainieren konnten, sich gesund zu ernähren. Sport, wir hatten super Sporttherapeuten von der Deutschen Sporthochschule Köln, die waren alle dort ausgebildet worden. Orthomolekular wurde da nicht viel gemacht, ja. Omega-3 war damals kein Thema gewesen, aber
Ja, das wird schon auch gemacht. Und kein Arzt wird seinem Patienten sagen, nein, ernähr dich ungesund und das spielt alles gar keine Rolle. Die sagen ja schon, ja, achten Sie auf eine gesunde Ernährung und bewegen sich auch richtig. Ja, machen Sie das? Das sagen die meisten schon. Nur sie selber wissen nicht, was das genau bedeutet. Sie wissen eigentlich nicht im Einzelnen, was ist wirklich eine gesunde Ernährung. Sie wissen nicht, wie muss ich Sport steuern. Ja. Der große deutsche Sportmediziner, Professor, ich glaube, Wildor Hollmann, hat mal gesagt, wir müssen Bewegung wie ein Rezept behandeln. Ja, also wir müssen den Patienten nicht nur sagen, mach mal Sport, sondern wir müssen ihm genau sagen, wie lang, wie viel, wie intensiv, welche Sportarten. Das muss wie ein Beta-Blocker oder ein Statin mit einer genauen Rezeptangabe versorgt werden. Aber da sind die meisten Ärzte gar nicht ausgebildet. Sie wissen es selber nicht. Also ich hatte schon Onkologen da, die habe ich auf süßes Essen angesprochen, um Zucker. Und die haben mir gesagt, nee, das ist schon gut, das sollen die Patienten nur noch nehmen, weil sie sollen das Leben noch genießen. Noch genießen suggeriert ja auch schon eine Aussage. Und da muss man sagen, oh, Hilfe, oder? Naja, also ich, lieber Volker, danke dir ganz herzlich für diese Sendung. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmals sei dieser Hinweis bitte gegönnt. D3 und Omega-3, bitte messen Sie es, nehmen Sie es und messen Sie es nochmals. Lassen Sie sich richtig gut einstellen und dann noch dreimal am Tag Bewegung. Und wenn man dann weiß, dass das wirklich mit hochwertigen Statistiken und Studien bereits untermauert ist, dass sie sich da einen riesen Vorsprung machen und sich so was Gutes tun, dann sollten wir das wirklich auch tun. Und wenn Sie weitere Informationen zu solchen wirklich handfesten Angaben und Informationen suchen und haben möchten, dann erinnern Sie sich daran, Dr. Med. Volker Schmiedl hat einen YouTube-Kanal und er bringt Dinge, die ich gar nicht bringen darf, aus rechtlichen Gründen immer wieder. Er bringt das durch und das ist wirklich etwas, was einen Mehrwert darstellt. In diesem Sinne. Und Zink und Selen nicht vergessen. Und wir haben jetzt gar nicht über die Psychohygiene gesprochen, die natürlich mindestens so wichtig ist wie die materiellen Aspekte. Ja, ich weiß, aber da kommen wir, jetzt sind wir schon bei 70%. Gell? Jetzt kommst du noch mit Zink dazu und dann noch die Psycho. Gell? Irgendwann sind wir bei 120%. Sterben wir gar nicht mehr. Nein! Alles Gute, liebe Volker, und Ihnen auch. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch hier auf Wikisana, alle Sendungen für Sie zusammengestellt, werbefrei. Und hier unten haben wir den Button zu YouTube, unserem Kanal. Bitte abonnieren Sie auch den. Und hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an interessanten Sendungen. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.